Das, was momentan wohl die meisten beschäftigen dürfte, ist die Frage danach, wer Pink Diamond zerschmettert hat. Jeder, sogar die Crystal Gems selbst, waren bisher scheinbar davon überzeugt, dass Rose diejenige war, die diese Gräueltat ausführte. Doch nun stehen die Dinge anders. Kleine Zusammenfassung. Laut Zeugenaussage wurde Pink Diamond genau vor ihrer Sänfte zerschmettert. Sie sei nur wenige Schritte gegangen, als Rosie von vorne mit einem Schwert angriff. Es befanden sich zu dieser Zeit keine Rosenquarze in Pinks Gefolge. Zirkon stellt hier richtigerweise fest, dass es doch schon reichlich merkwürdig ist, dass scheinbar niemand von Pink Diamonds Leuten Alarm schlug. Zirkon fragt daraufhin, wo Pinks Achate, Saphire und wo ihre Perle war. Woraufhin Yellow meint, dass sie bei ihr waren und alles mit angesehen haben. Warum aber konnte keiner verhindern oder im Falle der Saphire vorhersehen, dass Rose so dicht an Pink herankommen würde? Zirkon vermutet nun, dass der wahre Täter nur jemand gewesen sein kann, der Pink nahestand, wie etwa ihre Perle oder aber sogar eine der Diamanten. Bei der Frage, wer nun wirklich der Täter war, scheinen die meisten Finger im Moment auf Yellow Diamond zu zeigen. Dafür spricht, dass sie auffällig schnell den Fall ruhen lassen wollte. Sie hatte im Gegensatz zu Blue keinerlei Interesse daran, die Sache näher zu beleuchten. Am liebsten hätte sie den Prozess so schnell wie möglich beendet und die vermeintliche Rose zerschmettern lassen. Und auch Zirkon hat sie sofort zum Schweigen gebracht, als sie anfing, die ganze Geschichte immer weiter zu hinterfragen. Schon sehr verdächtig, da stimme ich zu. Aber ist es meiner Meinung nach noch lange kein Beweis dafür, dass Yellow tatsächlich schuldig ist? Gut, als Motive könnte man ihr zusprechen, dass sie eventuell durch den Verlust eines Diamanten an mehr Macht gelangen wollte. Vielleicht hatte es auch persönliche Gründe oder aber sie hatte ernsthafte Angst vor Pink Diamonds möglichen Kräften. Yellow Diamond, wenn sie denn in dem Fall verwickelt ist, hätte einen ihrer Gems beauftragen können, sich unter das Gefolge von Pink zu mischen, dann die Gestalt von Rose anzunehmen und sie anschließend mit einer Waffe, die wie Roses Schwert aussieht, zu zerschmettern. Weiterhin vermuten auch einige, dass unsere Pearl die Tat ausführte und sich nur als Rose ausgab, weil es einen größeren Eindruck hinterlassen würde, wenn die Anführerin der Rebellen einen Diamanten ausschaltet. Er hört sich interessant an, ist aber aus meiner Sicht auch nicht ganz lückenfrei. Gut, vielleicht hätte es Pearl tatsächlich geschafft, sich in verwandelte Form in die Nähe von Pink zu begeben. Vielleicht hätte sie es sogar geschafft, an eine Waffe zu gelangen, die einen Diamanten vernichtet, obwohl das schon sehr stark anzuzweifeln ist. Denn erstens liegen solche Waffen mit Sicherheit nicht auf der Straße rum und zweitens hat Bismuth als die Schmiedin der Crystal Gems lediglich den Breaking Point erschaffen, aber keine andere Waffe, die einen Gem zerschmettern könnte. Egal, sagen wir, Pearl hätte also so eine Waffe, die zufälligerweise wie Roses Schwert aussieht, wie wäre sie dann wieder heil aus der Sache rausgekommen? Sie hätte sich inmitten von Pinks Gefolge befunden. Und schließlich, warum sollte sie vor Roses Sohn lügen, anstatt die Wahrheit zu erzählen? Deswegen scheint mir diese Theorie eher unlogisch. Zu guter Letzt hätten wir schließlich noch die Theorie, dass es Pink Diamonds Pearl war, die sich gegen ihre Gebieterin wendete und sie in Form von Rose zerschmetterte. Aber auch sie hätte dann das Problem gehabt zu fliehen, denn alle Augen wären auf sie gerichtet und bevor sie sich in Pink Pearl zurückverwandeln könnte, hätte man sie mit Sicherheit geschnappt. Und was ist mit White Diamond? Ja gut, es ist merkwürdig, dass sie bei dem Prozess nicht dabei war, ebenso merkwürdig wie die Tatsache, dass all die Zeugen, insbesondere Pink Pearl, nicht dabei waren. Aber da wir absolut nichts über diese Charaktere wissen, halte ich mich mit Vermutungen vorerst zurück. Ist jetzt also doch Yellow Diamond die Täterin? Ich persönlich denke, dass sie tatsächlich in dem Fall verwickelt ist, ebenso wie ihre Perle und wie möglicherweise auch White Diamond und das Gefolge von Pink Diamond. Yep, richtig gehört. Ich glaube, sie waren in dem Fall verwickelt, aber nicht in dem Sinne, dass sie Pink mutwillig schaden wollten. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass noch etwas anderes hinter dieser Sache steckt und möglicherweise wurde Pink überhaupt nicht zerschmettert. Wenn man davon ausginge, dass Pink wie auch die Rosenquarze über heilende Fähigkeiten verfügt, naja, möglicherweise kann sie dann auch das Gegenteil bewirken, wenn etwas mit ihr nicht stimmt. Wie zum Beispiel, tja, ich weiß nicht, eine Korruption in anderen Gems? Möglicherweise wurde ihr Gem beschädigt und sie fing an zu glitschen. Kann man das so sagen?
Egal. Vielleicht hätte ihr beschädigter Gem negative Effekte auf andere Gems ausgeübt, wann immer ein neuer Glitch passierte. Man wusste sich nicht zu helfen, hatte möglicherweise keine Möglichkeit, einen Diamanten zu heilen und so musste man zu anderen Mitteln greifen. White und Yellow sahen sich gezwungen einzugreifen. Die Tat, den Crystal Gems in die Schuhe zu schieben, würde ihnen dann gerade recht kommen. Es wurde deutlich gezeigt, wie eng scheinbar Blues Bindung zu Pink war. White und Yellow vermuteten vielleicht, dass Blue mit ihrem Plan nicht einverstanden wäre und hielten sie aus allem heraus. Und noch etwas, es wäre fatal, wenn die Gems mitbekommen würden, dass auch die Diamanten Fehler haben und so etwas Schlimmes wie eine Korruption verursachen können. Pink Diamond musste verschwinden. White und Yellow, möglicherweise wusste sogar Pink davon, inszenierten alles so, dass es so aussah, als wären die Crystal Gems schuld, während sie in Wirklichkeit selbst die physische Gestalt von Pink Diamond auflösten und sie nun irgendwo sicher verwahren. Blue Diamond, denken, dass Pink von den Crystal Gems zerschmettert wurde, würde nicht nach ihr suchen und eine möglicherweise fatale Rettungsmission starten. Als es die Runde machte, dass angeblich Rose für die Tat verantwortlich war, akzeptierte Rose dies, denn es würde einen klaren Sieg für die Crystal Gems bedeuten, selbst wenn hinter diesem Sieg eine Lüge steckt. Aber das ist natürlich nur eine Theorie und so wie ich die Serie kenne, ist es nachher wahrscheinlich doch wieder was ganz anderes. Aber was meint ihr dazu? Schreibt mir gerne eure Theorien in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal! Wie du einschätzt, dass ich bin, wär ich gern. Ich krieg das hin, alles Mögliche würde ich tun, könnte sogar lernen zu leben.